Hey meine Lieben, es wird Zeit hier für ein neues Video. Es tut mir leid, dass ich euch habe ein bisschen warten lassen. Dennoch war ich ja immer mit den Livestreams auch für euch da. Und das natürlich auch wieder am Sonntag. Wir haben jetzt, spüren wir die Zeitenwende. Ich habe fast Gänsehaut heute, 17. Juni. Es ist zwar ein Schwenntag, aber ein Sonderportal, was offen ist heute Abend. Und was diese Wende ganz krass jetzt einläutet. Und die Frage ist wirklich, schaffst du diesen Wendepunkt jetzt? Erfahre es in diesem Video. Meine Lieben, ich bin froh, euch durch diese Zeit jetzt begleiten zu können, denn es ist wirklich spürbar, dass diese Wende jetzt da ist. Wir haben heute ein Sonderportal offen, was unglaublich wichtig ist, auch nochmal, denn es ist die Erfüllung in der Liebe. Und die Erfüllung in der Liebe bringt dich ja auch in die Selbstliebe. Und morgen das Portal des Willens, die hängen beide zusammen. Und beides hängt wiederum mit dem Portalkorridor und der großen Wende dann im Juli zusammen. Und da ist es jetzt wirklich wichtig, ob du tatsächlich dafür diese Bereitschaft hast. Also heute und morgen zwei unglaublich wichtige Zeremonien. Dann haben wir vom 28. Juni bis zum 7. Juli den Portalkorridor Nummer 2. Da geht es um Herzmagnetismus, Aufstieg in 5D, ewige Liebe, Selbstliebe. Und natürlich Vitalkraft, aber auch darum, eben ein Zuhause zu schaffen, emotional anzukommen, diese emotionale Seelenverbindungsebene hier zu gestalten. Und deshalb biete ich dir an, 99 Euro für 10 Tage Energiearbeit mit deinem Partner oder Wunschpartner, 29 Euro extra, beziehungsweise jede weitere Person 29 Euro. Und das ist wirklich nicht viel für 10 Tage intensive Energiearbeit, die euch auf diese Wende vorbereitet. Der Portalkorridor geht ganz auf Herz, auf Emotion, auf Liebe aus. Und das finde ich ist eben ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir hier ankommen in dieser Ebene, auf dieser Stufe der Liebe, ja. Du sollst die Ohren offen halten, ja. Es ist also wichtig, was du hörst, denn die Kommunikation verbessert sich, ja. Und du sollst hinter die Fassaden schauen, Seeing Beyond. Und was haben wir hier? Da haben wir Opening to Discover. Und das, finde ich, ist genau das, hier jetzt ein Schlüssel gegeben wird in diesem Portalkorridor, der ganz viele Türen bei dir aufmacht, vor allen Dingen im zwischenmenschlichen Bereich. Das heißt jetzt auch nicht nur rein der Partner, aber auch zum Beispiel den Partner finden, ist jetzt auch eine ganz wichtige Geschichte. Dann kommt dazu, dass wir neben dem Partner finden oder den Partner integrieren, eben etwas mit diesem Partner auch aufbauen können, dass es in die ewige Liebe geht und in die ewige Selbstliebe geht. Das heißt Zweifel, Unsicherheiten, ja, Gedankenkarusselle verschwinden jetzt. Und es kommt dadurch zu einer richtigen Boost der eigenen Vitalität. Wir schauen nachher auch noch im Verlauf des Videos ins Tarot rein, aber ich möchte jetzt einfach erklären, wie diese kosmischen Zusammenhänge gerade sind, damit ihr das so ein bisschen parat habt, denn es ist unfassbar wichtig, zu wissen, zu spüren, zu erleben, um hier jetzt die nächsten Wochen, also kann man so die nächsten 4-5 Wochen, richtig positiv zu gestalten. Die Mondknotenachse schiebt sich jetzt in Widder und Waage. Das bedeutet, dass hier ein Zyklus dann auch komplett abgeschlossen sein wird in etwa anderthalb Jahren, wenn dann der aufsteigende Mondknoten in die Fische übergeht, beginnt der Zyklus von Neuem. Und wir hatten, das ist ja so Start 2005 etwa, und damit endet dann auch ein Zyklus 2025. Etwa, ja, also 2024, 2025 haben wir diesen Zyklus dann etwa abgeschlossen. Und ja, ich glaube, dass das wirklich, wirklich für viele ein richtiges Durchatmen sein wird. Und
Meine Lieben, die Zeit, die jetzt kommt, ist eine Zeit, die ungemein wichtig ist, die sich auf das weltpolitische Geschehen niederschlägt, auf die Gesellschaft. Wir hatten ja den Hype gehabt, als der Mondknoten in die Zwillinge ging, mit dem enormen Wachstum nochmal und Stärkung sozialer Netzwerke, Ausdruck darüber und so weiter. Dann haben wir jetzt die Phase gehabt, Mondknoten im Stier, wo es viel um Ressourcen ging, um die Natur, um Klimawandel, um natürlich auch die Bodenschätze und damit einhergehende Verteuerung dieser Dinge, ja. Es ging um Geld, die Inflation ist dem zu schulden. Also da ist jetzt einiges passiert, auch mit unseren Wertvorstellungen ist einiges passiert. Und jetzt geht es über in den Widder. Und der Portalkorridor ist jetzt ganz, ganz, ganz wichtig, um vorbereitet zu sein, auch diese nächsten anderthalb Jahre, die wirklich absolute Veränderung bringen und vor allen Dingen nochmal ganz andere karmische Themen bei jedem Einzelnen mit hochbringen. Und was das alles ist, erkläre ich euch jetzt im Detail. Noch was muss ich kurz sagen, denn der Portalkorridor, 99 Euro, 29 Euro jede weitere Person, registrieren über WhatsApp, Name und Geburtsdatum reicht mir. Brauche also keine Fotos, Name und Geburtsdatum. Voller Name, bitte Vor- und Zuname. Das wäre schön, dass wir es komplett haben. Dann haben wir ja heute und morgen diese zwei Portale, die genau dieser Energie wieder entsprechen, die also spiegeln, sozusagen die ersten Anteaser sind, dieser enormen Energiewende, wenn man so möchte. Und die biete ich euch nur, wenn ihr das Video seht, beide für 59 statt für 78 Euro an. Also könnt ihr euch auch noch registrieren. Bis 21 Uhr könnt ihr euch heute etwa registrieren dafür. Denn ich denke so, ich werde wahrscheinlich erst zu 22 Uhr mit der Zeremonie anfangen. Einfach auch aufgrund vom Wetter, wenn es ein bisschen kühler ist und vor allem, wenn es dunkel ist. Es ist immer etwas schöner für mich zu arbeiten. Die Beratung ist auch wieder im Angebot. Die 10-Minuten-Beratung 55 statt 66 Euro. Und die lasse ich den Monat auch so, ist ja noch mein Geburtstagsmonat. Wir haben ja da auch noch zwei besondere Zeremonien, über die ich dann auch nochmal sprechen werde im Verlauf dieser Woche. Aber jetzt ist mir es wichtig gewesen, ich habe überlegt, soll ich schon so weit vorgreifen auf diesen Portalkorridor, auf diesen Wechsel der Mondknoten im Juli. Ja, wir müssen es jetzt wissen, du musst es jetzt wissen. Ich gebe euch jetzt mal ein paar Schlagworte mit, die ich euch dann erkläre, wie sich das Ganze auswirkt. Das ist nämlich Unabhängigkeit, Selbstbewusstsein, Vertrauen in deine eigenen Impulse, Mut, eine Zurückhaltung im Geben und Fürsorge gegenüber sich selbst zu übernehmen. Das sind Themen, die stellt diese Mondknotenphase ganz klar nach vorne. Unabhängigkeit. Das bedeutet, wir werden auch in politischen Entscheidungen unabhängiger von Gemeinschaften werden. Das mag vielleicht für den einen oder anderen super sinnvoll sein, für den einen mag es wieder die pure Katastrophe sein, aber jedenfalls ist es so, dass wir hier auch in diesem, Deutschland ist ein Widderland, Berlin eine Widderstadt, by the way, also wo die Regierung gemacht wird. Wird es unabhängige Entscheidungen geben, die unabhängig vielleicht auch von NATO oder EU sind? Und das ist vielleicht auch ein ganz guter Weg. Aber ich möchte nicht politisieren, sondern möchte einfach das wiedergeben, was die Astrologie, was die Sterne sagen und was das ist, was ich an Durchsagen für euch erhalte. Wir werden wieder selbstbewusster. Das bedeutet aber auch, dass wir für unsere Ziele kämpfen und uns einsetzen und auf diese Impulse vertrauen. Und wir haben Mut, das anzusprechen, was wir vielleicht bisher eher in der Zurückhaltung hatten. Dies bedeutet, dass es hier auch nochmal zu einem politischen Umschwung kommen kann, denn bisher fehlte ja auch in vielen Entscheidungen auf einer politischen Ebene der Mut für Entscheidungen. Gerade
Zurückhaltung im Geben. Das bedeutet hier ganz klar auch eine, es kommt eine Einschränkung. In Sachen Zuwanderung wird es eine Einschränkung geben. Es wird, werden weniger Zugeständnisse gemacht, die vielleicht im Moment so uns allen etwas Angst gemacht haben, sei das jetzt eben dieser Heizungshammer oder jetzt dieser Versicherungshammer, der da kommen sollte mit diesen Zwangsversicherungen für eventuelle Klimaschäden und so weiter. Wir achten aber auch mehr darauf, dass es uns selber gut geht. Und das ist etwas, was sehr, sehr, sehr gut werden wird, ne? Und wir müssen den Einfluss von Tendenzen, die zum Beispiel so sind, eine schwächende Selbstlosigkeit, das müssen wir loswerden, davon müssen wir uns emanzipieren. Ja? Auch diese zwanghafte Neigung, Fairness und Gerechtigkeit, was ja immer wieder so, also was ja immer wieder so rauskommt, ja, das wird etwas weniger werden, ja. Na? Co-Abhängigkeiten, auch in Sachen Partnerschaft, werden abnehmen, ja. Auch diese Austeilermentalität, wie du mir, so ich dir, das wird ebenfalls abnehmen, ja. Man hat zwar mit dem Mondknoten im Widder ständige Sorge um die Gerechtigkeit, ja. Und vielleicht hast du ja auch so diese Gedanken, dass dir gesagt wird, mein Überleben hängt davon ab, dass alle zu mir alleine fair sind. Nein, das ist die Achillesferse, ne? Das ist der wackelige Boden, ne? Das Bedürfnis nach Gerechtigkeit und Fairness kann auch ein Fass ohne Boden sein, ja? Auch die Erwartungshaltung, dass andere genau das zurückgeben könnten, was du denen gibst, schraubt diese Erwartungshaltung runter, ja? Auch das enorm starke Idealisieren von Partnerschaften. Kommt hier eine Ernüchterung rein, ne? Sondern erst, es kommt jetzt zu diesen verbindlichen Partnerschaften, wenn du die Ruhe in dir selber hast. Ja? Das Gefühl von Ganzheit und Streben danach, das Vervollständigen mit einer Person, das wird kommen. Das ist eine Energie, die jetzt reinkommt, die jetzt aufschwappt, die jetzt der Portalkorridor ganz wunderbar vorbereitet. Und das ist super. Ja? Unsere tiefe Sehnsucht wird bestärkt, dass wir Glück, Harmonie, Fairness, aber auch Unterstützung von einem Partner bekommen, den wir lieben. Ne? Und dazu musst du aber selbst zuallererst der Partner auch sein, der genau das Gleiche gibt. Ja? Lerne dich selber kennen, wie du dir selber Fürsorge gibst, wie du dir eine Freude machst, ja? Wie du dich mit dir im Glück befindest, dann ist das, dann findest du in diesem Zeitraum wirklich deinen Lebenspartner. So. Muss kurz einmal was trinken und kurz durchatmen. Moment. Wir werden ein ganz neues Innovationspotenzial erwecken können. Auch übrigens die Babys, die jetzt in dieser Phase kommen, werden Erfinder, Führer, Pioniere sein. Und diese Kraft geht auch in dich und in jeden Einzelnen jetzt über. Das heißt, auch der eigenen Intuition zu folgen. Vielleicht den Weg, den du lange in die Unabhängigkeit gesucht hast, sprich vielleicht in deine Selbstständigkeit, sei es auch eine spirituelle Selbstständigkeit, dann ist jetzt der Weg da. Und du weißt, dass ich den Weg in die Spiritualität, in diese erfolgreiche spirituelle Selbstständigkeit coache, mit einem wirklich knackigen Programm, was wir einmal wöchentlich machen. Also wenn du da Fragen hast, schreib mich an. Um auch hier gleich etwas dazu zu sagen, und zwar ist das Arbeiten auf einer Telefonhotline keine Selbstständigkeit. Das ist genau die Abhängigkeit und da musst du dich rausentwickeln. Wir haben so viele erfolgreiche Tools gerade zur Hand und ich begleite dich dahin, in die neue Zeit, in die neue Dimension, in das, was wir vorbereitend alles jetzt schon erlebt haben. Und das ist auch ganz egal, in welchem Alter du bist, du wirst alles verstehen, was ich dir sage. Ebenso wird es auf politischer Ebene zu unglaublich tollen diplomatischen Verhandlungen kommen. Diese Verhandlungen sind aber auch geprägt von einem fairen Verständnis füreinander, ja. Und es wird der Erfolg gefördert, ja.
Wir bekommen also in dem, was wir machen, sehr, sehr, sehr vieles zurück, ja, und brauchen vielleicht etwas weniger Energie, um das Ganze aufzuwenden. Und das alles geht jetzt los. Deswegen ist jetzt der Grundstein wichtig. Vertraue dir, deinen Intuitionen und jeder kann an dir und mit dir gewinnen. Bevor du aber andere unterstützt, lerne, dass du zuallererst gut für dich sorgst. Es ist in Ordnung, auch mal zwischendurch unfreundlich zu sein oder ein Nein zu sagen. Der Mut dazu, der Mut zum Nein, eine ganz wichtige Geschichte. Und jetzt sprechen wir mal über den karmischen Aspekt, der mitschwingt in dieser Phase und ob du wirklich auch bereit dazu bist. Vielleicht hast du dich in einigen Punkten erkannt. Dann sind natürlich die Zeremonien, Energiearbeit oder auch mein Coaching genau das Wichtige für dich. In der Inkarnation und in dem Karma-Auftrag, der hier mit dabei ist, ist, dass du immer Fürsorger warst und immer auch das Gefühl hast, für andere derjenige zu sein, der die Fürsorge erbringt, der sich kümmert, der anderen den Weg ebnet, ja? Und das müssen wir jetzt loslassen, denn wie gesagt, du warst immer in den vergangenen Leben und das hast du mitgebracht. Im Hintergrund hast gelenkt, getan und möglichst den Weg bereitet, damit alle anderen glänzen konnten und im Licht stehen konnten, aber du selber eben nicht. Und jetzt ist es Zeit, dass du ins Licht kommst. Da ist ein Aurastreifen drauf, ja, der jetzt weg möchte und den Teil deiner Aura leuchten lassen will. So habe ich es im Bild gesehen und das ist das, was jetzt einfach kommt. Und das wird deine Identität absolut stärken. Und zwar dich und deine Liebe zu dir und dich dahin bringen, wo du schon ganz, ganz, ganz lange, lange, lange drauf gewartet hast. Etwas wird auch von dir abfallen, das ist das Thema Schuld. Vor allen Dingen die Schuldfrage immer in Beziehungen, ja. Denn es kommen jetzt sehr, sehr, sehr liebevolle Qualitäten bei dir raus, ja. Und es geht um das Wollen, und zwar das richtige Wollen, ja. Die ganz starke, liebevolle Energie, die wir in dieser Achse jetzt haben, wird zur Basis deiner eigenen Persönlichkeit und es wird nicht mehr diese Stimmungsschwankungen geben und diese Ups und Downs, diese On- und Offs in Sachen Liebe und Partnerschaft, sondern jetzt geht es hier in einen klaren Weg und die inneren Dämonen werden absolut überwunden, ja. Selbstaufopferung war gestern. Ich muss es einfach so sagen, Leute. Auch diese Unsicherheiten, diese Unentschlossenheit, das wird verschwinden. Es werden viel, viel, viel klarere Entscheidungen getroffen und du wirst auch kein Problem mehr damit haben, diese Entscheidungen zu rechtfertigen. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt, ja. Also da passiert einfach echt vieles jetzt, ja. Du findest in deine Identität zurück und bekommst auch die notwendige Anerkennung und die Unterstützung anderer oder du holst jemanden, der dich unterstützt, begleitet auf diesem Weg, den du erreichen möchtest und das ist jetzt genau die richtige, richtige, richtige Zeit. Du wirst viel geerdeter sein, du wirst organisierter sein. Und du wirst die Botschaft der Liebe nach außen bringen und teilen. Und ich glaube, dass auch eine ganz andere Form von Selbstdisziplin mit reinkommt, ja. Auch das Loswerden von Süchten und Genusssüchten wird einfacher. Die innere Mitte wird zu stark. Die Selbstbehauptung kommt mehr raus. Und es gibt in Partnerschaften keine Abhängigkeiten mehr. Man überwindet Grenzen, um in Ruhe wirklich in Ruhe zu leben. Ich werde da noch ein bisschen mehr und genauer nochmal drauf eingehen, aber das sind jetzt so die ersten Impulse für die nächste Energiearbeit, für diese nächste Welle. Seid darauf vorbereitet, denn das wird ein krasser Umschwung werden, der global zu spüren ist und den wir auch erleben werden auf der, ja, auf der politischen Ebene, auf der gesellschaftlichen Ebene. Und das wird für uns, glaube ich, ein ganz großer Zugewinn sein. Jetzt schauen wir mal noch, was das Tarot uns sagen möchte. Ja,
Es ist der Kampf gegen die Zweifel, der da war, die Arbeit und der Lohn der Mühen, der kommen wird, um in die große Welt hinauszugehen, in die Alles-wird-gut-Phase zu gehen. Und das wird richtig positiv. Morgen Abend, Sonntagabend, bin ich auf jeden Fall vor der Zeremonie, so zwischen 7 und 8 irgendwann. Ich werde den Stream programmieren, nochmal live sein für euch, wenn ihr direkt Beratungen wollt. Ansonsten könnt ihr natürlich online buchen, Link ist unten drin. Und jetzt bin ich auf eure Kommentare gespannt. Und lasst auch gleich ein Like und ein Abo mit Glocke da, damit ihr hier gar nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Michael. Ciao.